Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder mal ein anderes Format auf unserem Kanal. Und zwar dachte ich mir, dass ich mal wieder ein Outfit-Video drehen werde. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Schreibt doch jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet. Wenn es euch gefällt, werde ich auf jeden Fall öfter solche Videos sehen. Und zwar dachte ich mir, dass ich heute 5 Celebrity-Outfits nachstylen werde. Also die Outfits von ganz bekannten Promis werde ich mit meinen Klamotten aus meinem Kleiderschrank nachstylen. Ganz easy. Ich muss sagen, ich hole mir tatsächlich auch oft von Promis oder Stars auf Pinterest oder Instagram gerne Outfit-Inspos. Und da habe ich einfach meine 5 liebsten Promis genommen. Und zwar ist das einmal Hailey Bieber, Kim Kardashian, finde ich, zieht sich auch immer ganz cool an. J.Lo ist eines meiner Lieblingspromis schon seit meiner Kindheit. Und Selena Gomez, die mag ich auch so unfassbar. Und deswegen dachte ich, starte ich in diesem Video einfach mit den Promis, die ich persönlich liebe. Und habe mir da auch 5 Outfits rausgesucht. Wenn ihr bereit seid, starte ich gleich mit meinem ersten Outfit. Und zwar ist das von Hailey Bieber. Und zwar sieht das so aus. Ich finde, ist das eigentlich ein ganz simples Outfit. Aber an Hailey Bieber, finde ich, sieht alles immer so richtig cool aus. Sie hat einen schwarzen Rolli, einen langen schwarzen Mantel, eine Boyfriend Jeans und dazu einfach so Boots angezogen mit einer lässigen Sonnenbrille. Ich denke, sowas hat jeder von uns im Kleiderschrank. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie das Ganze an mir aussieht. Tada, das ist mein Outfit, inspiriert bei Hailey Bieber. Also ich finde, ich komme ihrem Outfit echt schon sehr, sehr nah hin. Ich weiß allerdings nicht, ob es so cool aussieht wie bei ihr. Sie ist ja ein paar Zentimeter größer als ich, deswegen kann es sein, dass bei ihr die Jacke etwas anders wirkt. Aber wie gesagt, ich finde, das Outfit kommt wirklich sehr, sehr nah hin. Die Brille, runde Ohrringe, schwarze Gürtel, Boyfriendhose, hochgekrempelt mit den Boots und das Wichtigste, die Lederjacke. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, die Jacke so zu kombinieren. Das ist mein zweites Celebrity-Outfit und zwar diente hier als Inspo Selena Gomez. Ich blende euch das Bild auch direkt mal ein. Also ich finde, bis auf die Schuhe ist mir das Outfit auch sehr gut gelungen. Ich muss sagen, so schwarze, elegante Schuhe habe ich gar nicht. Die muss ich vielleicht meinem Kleiderschrank hinzufügen. Aber ansonsten finde ich, ist mir das Outfit auch ganz gut gelungen. Wieder zufällig runde Ohrringe mit einer goldenen Sonnenbrille und sogar fast dieselbe Frisur. Selena Gomez hat die Haare nur ein bisschen strenger gebunden. Ja, und wie gesagt, bis auf die Schuhe ist das Outfit eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Was meint ihr denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ist das Outfit gelungen? Ja oder nein? Ich finde, der Cardigan passt eigentlich auch ganz gut. Sie hat nur hier das letzte Knöpfchen zugemacht. Das habe ich jetzt auch gemacht. Wieder einen schwarzen Rolli drunter gezogen. Und genau, das wäre somit mein zweites Outfit. Mein Outfit Nummer 3 hier diente als Inspo, weil man dürfte raten, und zwar Kim Kardashian. Ich muss gestehen, ich finde diesen Look, so eine Kombi zwischen elegant und lässig, eigentlich richtig toll. Also mir gefällt der Stil auch sehr, sehr gut. Und ja, ich finde auch hier wieder ganz gut gelungen. Schwarzer Blazer mit etwas Ausschnitt, eine lockere Boyfriend Jeans mit Rissen und dazu hohe Schuhe. Ich habe jetzt ganz wenig Absatz angezogen. Und dazu ganz klar diese coole, lässige Brille, die fast das ganze Gesicht einnimmt. Dieser Look war wirklich sehr einfach zu kombinieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und somit kommen wir auch zu Outfit Nummer 4. Living life
Mir persönlich ist das ein wenig zu chillig und zu lässig. Und in diesem Outfit würde ich vielleicht zu meinen Eltern oder zu meinen Schwiegereltern, falls ich so einen ganz chilligen Tag vorhabe, anziehen. Aber ansonsten würde ich mich, glaube ich, generell nicht so mega lässig kleiden. Dutt geht immer, Sneaker gehen auch immer, aber ich finde, dieser Cardigan macht den Look zu lässig und zu, nicht gammelig, aber einfach viel zu lässig und das ist nicht meins. Aber dieser Look gehört zu JLo. Ich blende es euch hier mal ein. Sie zufällig hatte ich auch so einen gestreiften Cardigan wie sie. Ich finde, auch hier ist mir der Look relativ gut gelungen. Also es ist echt eine Ähnlichkeit da, aber wie gesagt, für mich ist dieser Look einfach viel zu lässig, aber vielleicht gefällt es euch ja und ja, vielleicht ist es für euch eine Outfit-Inspo. So Leute, und das ist mein fünfter und letzter Look. Und zwar ist dieses Outfit wieder inspiriert von Hailey Bieber. Ich finde die Outfits von ihr einfach so genial, Leute. Ich kann mich am allermeisten mit den Looks von ihr identifizieren. Sowohl mit diesem Outfit als auch mit dem allerersten Outfit. Beide Outfits haben mir am meisten gefallen. Und ich finde auch dieses Outfit ist sehr gut gelungen. Den Oversized Mantel habe ich auch in meinem Kleiderschrank. Die Boyfriend Jeans, die weißen Sneaker. Nur die Socken musste ich mir von Hakan leihen. Ich habe tatsächlich auch nicht so hohe Socken in meinem Kleiderschrank. Aber wie gesagt, da musste einfach Hakan kurz aushelfen. Und ich finde, so im Großen und Ganzen ist das, wie gesagt, auch ganz gut gelungen. Und dem Look von Hailey Bieber auch sehr nahe gekommen. Wie gesagt, dieser Look und der erste Look mit der Langlederjacke sind meine Favoriten. Was waren denn eure Favoriten? Welche Looks haben euch am meisten gefallen? Schreibt es doch mir mal in die Kommentare. Und ansonsten war es das jetzt mit meinem Outfit-Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, übrigens kann ich auch mal die Sonnenbrille wieder abnehmen. Wenn ja, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Und wie gesagt, schreibt mir definitiv in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet und ob ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.